Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster aus der Alpha. Ja, da hinten dreht fröhlich wieder der fliegende Teppich seine Runden. Und wir fangen jetzt wieder an zu basteln. Ich wollte ja hier oben eine Achterbahn hinbauen. Oh Gott, ich, alles Schlimmes. Under Construction. Ich habe mich verschrieben. Ja, da ist ein S zu viel. Mann! So, nur aber. Zack, Coasters. Ja, diesmal wollte ich... Warte mal, ich mach mal gerade weg. Ich habe jetzt relativ häufig diesen Box-Blind-Track gebaut. Dieses Mal will ich gerne... möchte ich gerne einen Arrows-Track bauen. Klingt auch irgendwie interessant vor The Dead Drop. Aber es sind, glaube ich, die Wagen. So entsprechend kenne ich mich dann doch wiederum nicht aus, dass ich das jetzt so ohne weiteres sagen könnte. Ja, wie baue ich denn hier mal die... So rum. Da. Ach cool, dann kann ich direkt... Stopp. Ich muss das nochmal einen Ticken verschieben. Yay, und ab geht's, direkt ins Loch. Oh Gott. Ah, mir tun die immer leid, die bei mir fahren. Na gut, sie hätten sich auch was anderes aussuchen können. Ja, doch. Das passt soweit. Hier komme ich jetzt raus. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Kriege ich hier... Habe ich hier ein Looping? Ich hätte gerne ein Looping. Looping. Das ist alles viel zu klein. Ich bräuchte was Größeres. Ich könnte natürlich auch sowas bauen. Das wäre auch mal cool. Mach mal so. What the fuck? Dieses Ding, das macht Geräusche. Echt, dieser komische Roboter. Ich finde immer noch, es sieht aus wie ein Roboter. Das ist... Nein, da wird... Nein. Da fliegt dir direkt das Essen aus dem Gesicht, wenn die diese Schraube hier erst noch mitmachen. Dieses hier. Ich glaube, ich mache es doch so. Ich kann ja mal zwei Loopings hintereinander machen. Aha. Schön. Ach, ich liebe die masochistische Ader in mir. Obwohl, ich bin ja nicht masochistisch. Ich quäl ja andere. Da-dam-dam-dam-dam-dam. Da-dam-dam-dam-dam-dam. Du-du-du-du-du. Warte mal, ich habe eine noch bessere Idee. Da-da-da-da-da. Und jetzt noch enger rum hier. Und gerade werden. Gerade. Ja, eher das ist, glaube ich, eher gerade, oder? Ich weiß nicht mehr, was gerade ist. Mein räumliches Denken ist schon leicht eingeschränkt hier wieder. Was ist denn, wenn ich das jetzt hier so durchbaue, dann brauche ich aber eine engere Kurve. Muss ich so bauen. Dann muss ich außerdem so bauen. Und ich sollte es langsam wieder ausdrehen. Nein, wenn ich das so mache, dann hauen sie sich da den Kopf in der ersten Fahrt. Das, oh Gott, nein. Nein, das kann ich nicht machen. Mit. Das macht echt Geräusche, das Ding. Das ist göttlich. So ungefähr. So, jetzt, ich drehe es hier langsam mal wieder aus. Ganz langsam. Hier gerne noch ein Schrittchen hoch. Ein Stückchen. Ja. Noch weiter ausdrehen. Oh, wenn ich das hier, wenn ich das komplett verrücke, ein Stück zur Seite. Warte mal bitte gerade. Nein. Nee, ich muss das hier noch ein Stückchen mehr zur Seite verrücken. Das müsste doch eigentlich so noch genau passen, oder nicht? Oh Gott. Ach, es macht mir so einen Spaß. Ich liebe sowas. Hoppala. Nee, das wollte ich nicht.
So. Das Ganze jetzt bitte wieder gerade und runde und ausdrehen. Aber langsamer, nicht so flott. So, ich glaube, jetzt habe ich es langsam wieder ausgedreht. Jetzt machen wir das hier, erhöhen wir das aber wieder. Wir fahren wieder nach oben. Wir fahren steiler nach oben. Wir fahren noch steiler nach oben. Und jetzt wieder langsam absinken, absenken. Und so und nein. Jetzt machen wir es ja ganz steil runter, dass dieses natürliche, diese natürliche Parabel, das geht hier so nicht. Nein! Das hier brauchte ich, genau. So, dass diese natürliche Parabel unterbrochen wird. Und wir nicht... Ah, shit, das wollte ich doch gar nicht. Ja, geht noch so. Und wir nicht so weiterfliegen, sondern tschung, so ein bisschen wie beim Silvester. Beim Silvester ist es auch so, dass du eigentlich das Gefühl hast, okay, ich bin schon wieder unten, aber was macht denn mein Magen noch da oben? Also so in der Art ist das. I love it. Ich wollte hier hinten durchbauen, ne? Kriege ich das irgendwie hier auf die Reihe? Oh, das ist ja cool, wenn wir hier drum nochmal ein Looping bauen könnten. Warte mal, das probieren wir jetzt mal. Prinzipiell sollte das kein Problem sein. Wir müssen aber noch ein Stückchen weiter. Stoßen wir uns dann hier nirgendwo? Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Wenn ich das hier so baue, dann werden wir uns sehr sicher da stoßen. Und so werden wir uns sehr sicher nirgendwo stoßen. Perfekt! Nee, jetzt brauchen wir aber nicht noch ein Looping. Wir werden hier langsam wieder gerade oder auch schnell, je nachdem, wie wir hier unterwegs sind. So, jetzt neigen wir das so ein bisschen. Nein, nicht in die Richtung. In die eine Richtung neigen, in die andere Richtung drehen ist natürlich auch geil. So jetzt hier gemacht. Nein, verflixt. Was mache ich denn hier für einen Käse? Und jetzt enger rum. Enger rum und noch einen Ticken runter. Jetzt wieder ein bisschen weiter ausdrehen. Ansonsten stoßen wir hier gegen den Fels. Das will ich ja auch nicht. Das ist ein bisschen ungesund. Ich hätte hier vielleicht ein bisschen mehr eindrehen sollen. Ich bin doch wieder eine Nudel. So. Und jetzt würde ich sagen, drehen wir die aus. Und drehen die vielleicht sogar in die Richtung ein. Gehen nach oben und neigen uns gleich langsam in die andere Richtung. Weiter nach oben. Da müssen wir halt nur schauen, weil da muss ich definitiv irgendwann wieder Ketten einbauen. Das schaffen wir nicht ohne Ketten. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber es ist ja jetzt auch nicht so tragisch, denn wir wollen ja jetzt wieder zurück zu unserer Station. Oh, ich wollte früher immer Achterbahnkonstrukteur werden, aber es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass ich keiner geworden bin. Ich glaube, das wäre vielleicht nicht unbedingt so die allerbeste Jobwahl für mich gewesen. Was ich eigentlich schon alles werden wollte. Ich hatte irgendwie immer ganz merkwürdige Berufswünsche, jedenfalls nichts Normales. Da. Geht das so? Da hau ich mir dann den Kopf. Hau ich mir da die Birne? Leute, lasst mich hier mal rauszoomen. Ich will mal aus der anderen Richtung gucken. Da hau ich mir definitiv die Birne.
Müssen wir mal schauen. So, jetzt würde ich es hier wieder langsam. So, und abflachen. Nee, ich muss hier noch so ein kleines bisschen mehr Drehung reinbekommen. Ansonsten wird es nämlich gleich hier oben zu eng. So, jetzt gerade weiter, gerade. Oh, wir haben ja sogar noch ein bisschen mehr Platz. Ich kann die Kurve ein kleines bisschen, also nicht ganz so eng machen. Das geht auch so. Okay, ich drehe das Ding aus. Das war sogar noch zu viel. Aber ich muss die ausdrehen hier. Alter, ich bin gespannt, wie die geworden ist. Bin richtig gespannt, wie die geworden ist. Muss ich wirklich sagen. Aber damit haben wir definitiv was zu tun für die nächste Folge. Denn ich spanne euch jetzt noch ein klein wenig auf die Folter. Denn wir gucken uns das noch nicht diese Folge an. Wir gucken dann nächste Folge, wie das geworden ist. Machen das Ganze dann noch ein bisschen an den entsprechenden Stellen. Gehen wir da ein bisschen auf Smooth und machen das alles ein bisschen weicher. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das hier geworden ist. Und ja, nächste Folge werden wir dann mal damit fahren. Die erste Testfahrt machen, sowohl aus dem Wagen als auch von außerhalb. On-Ride und Off-Ride. Und damit verabschiede ich mich. Habt einen schönen Pfingstsonntag. Und ja, morgen ist ja auch nochmal frei, das heißt, ihr könnt noch einen weiteren freien Tag genießen, mindestens, vielleicht habt ihr auch noch mehr freie Tage. Ich verabschiede mich und sage bis morgen. Tschüss!